Hallo und willkommen zu diesem zweiten Video über das Simple Past. Heute geht es um Fragen und Kurzantworten. Entscheidungsfragen kennst du bereits aus dem Simple Present. Hier benötigen wir immer das Hilfsverb do und das brauchen wir auch im Simple Past. Allerdings natürlich in der Vergangenheitsform did. Um aus einem Aussagesatz, wie du ihn hier oben sehen kannst, eine Entscheidungsfrage zu machen, setzen wir unser Hilfsverb did ganz an den Anfang. Danach folgen in der normalen Reihenfolge Subject, Verb und Object. Did Holly talk to Olivia? Vergleichen wir nun mal das Verb in der Aussage und das Verb in der Frage. Uns sollte sehr schnell auffallen, dass am Verb in der Frage kein ED dran hängt. Denn das did zeigt bereits an, dass es sich um Simple Past handelt. Das kennst du schon aus der Verneinung im Simple Past. Fassen wir das nochmal zusammen. Bei Entscheidungsfragen im Simple Past beginnen wir stets mit did. Danach folgt das Subjekt. Darauf folgt dann das Verb im Infinitiv, also ohne ED und auch nicht in der unregelmäßigen Form. Zum Schluss das Object. Did Holly talk to Olivia? Schauen wir uns nun noch Entscheidungsfragen an, die eine Form von be enthalten. Dazu zunächst erstmal wieder eine Aussage. The comedy show was nice. Um daraus eine Frage zu machen, müssen die Form von be und das Subject einfach den Platz tauschen. Was the comedy show nice? Kommen wir nun zu den Kurzantworten. Diese kennst du bereits aus dem Simple Present. Sie beginnen stets mit Yes oder No, gefolgt von einem Personal Pronoun, das vom Subjekt der Frage abhängt. Zum Schluss folgt Did bei Positivantworten oder Didn't bei Negativantworten. Fast genauso funktioniert es übrigens bei Entscheidungsfragen, die mit einer Form of Be beginnen. Hier beginnen auch die Antworten mit Yes oder No, gefolgt von einem Personalpronomen, das vom Subjekt der Frage abhängig ist. Zum Schluss folgt jedoch was bei Positiv- und wasn't bei Negativantworten. Natürlich kannst du im Simple Past auch Fragen stellen, auf die man nicht einfach nur mit Ja oder Nein antwortet. Dies sind Fragen mit einem Fragewort, wie zum Beispiel when. Also zum Beispiel, when did Holly talk to Olivia? Wenn wir wissen wollen, wann sie miteinander gesprochen haben. Wenn du ein Fragewort verwendest, muss dies ganz am Anfang der Frage stehen. Darauf folgen dann wieder did, das Subject, Verb ohne ED und das Object. When did Holly talk to Olivia? Und das war's schon wieder mit dem Lernvideo.